wieder da mit einem neuen Video für euch. Jeder von euch kennt das bestimmt, der eine Oma hat, dass wenn man irgendwie was von der Oma oder Opa geschenkt bekommt, dass es manchmal schon ziemlich lustig sein kann. Ich dachte mir, genau sowas schauen wir uns einfach mal an. Wenn Leute von ihrer Großmutter einfach die lustigsten Geschenke bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt damit an. Wusch. Jetzt habe ich es auch mal gelernt. Nach einem Schülerantwortenvideo weiß ich jetzt auch, dass es Nyan Cat ist. Und diese Oma hat einfach mal, glaube ich, den Wunsch von ihrem Enkel erfüllt. Aber wie süß ist das einfach mal da bitte reingestickt. Ich würde durchdrehen bei sowas. Wenn Omis sowas machen könnten, das ist so geil. Seine Oma hat ihn eine Pikachu-Decke gestrickt. Oh, wie süß ist das? Oder gehäkelt, keine Ahnung. Aber oh, wie niedlich ist das bitte, auch wenn er so ein bisschen komisch aussieht. Aber ey, wenn Omas alles für dich stricken und häkeln, das ist so cool. Hat für euch eure Oma auch schon mal sowas Geiles gemacht? Dann schreibt das mir unbedingt in die Kommentare mal. Meine 90 Jahre alte Großmutter hat mir diese selbstgemachte Weste geschickt, die er auf Partys tragen soll. Und es ist toll. Sein Gesichtsausdruck. Das ist schon ein bisschen altmodisch, ne? Muss man schon sagen, ne? Also, auch wenn das mit super viel Liebe gemacht ist und da steckt bestimmt wahnsinnig viel Arbeit drin. Aber es ist trotzdem so süß. Du kannst doch nicht so zu deiner Omi sein, ja? Das musst du dann schon tragen zur Party. Wohl oder übel, auch wenn es einen Schrecken bei anderen auslöst. Aber das bist du ihr schuldig. Mein Kumpel hat das als Weihnachtsgeschenk von seiner Oma bekommen. Das ist geil. Das ist sowas von geil. Also das feiere ich ja sowas von. Was ist das bitte für eine geile Decke mit Super Mario drauf? Liebe Mario, wenn Oma dir ein Jeep-Accessoire macht, auch wenn da wieder super viel Liebe drin steckt, aber Leute, das ist 100 pro Oma. Wenn man das sieht, denkt man auch, die Oma sitzt am Steuer, weil es sieht wunderschön aus, aber das an seinen Jeep zu packen für den Ersatzreifen, das ist schon hart. Oma hat mir das per Brief geschickt. Das langsamste Selfie, das jemals gesendet wurde. Sie hat ein Bild mit dem Handy gemacht, ein Selfie im Spiegel und ihm das per Post geschickt. Was ist das süß? Als hätte sie das nicht so auch machen können. Oder über E-Mail oder so. Nee, den altmodischen Weg. Oh, das ist so niedlich. Oh, Leute, schickt mal so euren Freunden ja mal ein Selfie. Die werden etwas irritiert sein. Die werden sich wundern. Meine 7 Jahre alte Tochter hat nach fingerlosen Handschuhen mit Blumen drauf gefragt. Und das hat Oma mitgebracht. Leute, ihr wisst schon, dass es eine ganz andere Blume ist. Was will Oma damit andeuten? Ich dachte immer, die sagen sonst immer, die Jugend ist versaut, aber die Oma killt das Ganze. Meine Oma hat mir das gekauft. Sie weiß auf jeden Fall, was abgeht. Leute, ich weiß nicht, was Eltern und Omas oder so immer mit diesen Katzenshirts haben. Hier auch guckt. Aber wenigstens trägt er das. Also eigentlich so uncool ist es nicht, aber es sieht halt ein bisschen crazy aus, ne? Meistens haben die ja auch noch Katzen zu Hause und wenn du dann so ein Shirt bekommst, da denkst du dir auch so deinen Teil. Wo treiben die sowas immer auf? Ehrlich, ich finde sowas nie. Wo finden die sowas? Meine Oma denkt, dass das eine akzeptable Decke für einen 24 Jahre alten Mann ist. Und ja, mir macht es nichts aus. Ja, sehr süß. Warum nicht? Also als 24-jähriger Typ kann man das mal zu Hause haben. Wenn ein Mädel mal vorbeikommt, wird die wahrscheinlich denken, du bist ein Katzenfan. Das ist doch voll süß. Mein Bruder hat meiner Oma erzählt, scherzhaft, ja? Er will 100 Sachen vom 1-Euro-Shop zu Weihnachten. Und ja, leg dich niemals mit einer Oma an, ne? Hat wirklich 100 Geschenke vom 1-Dollar- bzw. 1-Euro-Laden bekommen. Wie cool ist das einfach, Mann? Aber es ist wirklich so, leg dich niemals mit Omas an, ne? Alle Herausforderungen nehmen die an und die meistern die sogar. Seht ihr doch selber. Aber wie cool wäre das einfach mal? 100 Geschenke vom 1-Euro-Laden. Das ist so ein cooles Geschenk zu Weihnachten. Meine sehr altmodische Oma hat herausgefunden, dass ich mit meinem Freund zusammenziehe und das war mein Weihnachtsgeschenk. Ich würde sagen, entweder wollte die Oma, dass du im Partnerlook mit ihr rumläufst, weil sie vielleicht das total schön findet und selber so bei sich zu Hause rumläuft und es vielleicht auch damals mal Mode war, kann auch sein. Oder sie will einfach nur, dass der Freund die Finger von ihrer Enkelin lässt. Ich glaube aber eher Zweiteres. Omas sollte man nicht unterschätzen. Ich habe es ja gesagt, das ist so süß und aufmerksam von dieser Oma. Da steckt wirklich sehr viel Liebe hinter, wenn sie es reinstickt mit Esse,
scheiße und sterbe. Was will diese Oma jetzt einem sagen damit? Ich glaube, da ist jemand sauer. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er sich einfach zu selten bei seiner Oma blicken lassen, aber das scheint jemand nicht so gut drauf zu sein. Meine 94 Jahre alte Oma hat das für mich gemacht, weil sie sagte, es ist zu kalt und dabei ist es verdammt heiß draußen. Ist das ein Nasenwärmer? Oh mein Gott, wir brauchen das. Ich verstehe eine gestrickte Mütze oder einen Schal, aber Nasenwärmer. Worauf kommen bitte Omis? Oh, das ist total süß, aber ja, wenn es so heiß draußen ist, brauchst du es erst recht nicht. Meine Oma hat das meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt, also diese Karte, weil sie sagte, da steht drauf, dass er cool sei. Und das ist einfach meine Twilight-Karte. Oh mein Gott, ich glaube, du wärst geschockt, wenn du sowas öffnest und auf einmal guckt dich so ein Jacob von Twilight an. Und dann steht da auch noch, ich hoffe, dein Geburtstag ist hot, hot, hot. Und cool, cool, cool. Alles zur selben Zeit. Und dann, oh mein Gott, so eine süße Nachricht noch von der Oma, ne? Aber diese verstörenden Bilder von Twilight. Vor allem, wenn du gar kein Fan davon bist. Ja, das kann dich dann ziemlich schockieren, ne? Das ist dann die schlechteste Geburtstagskarte, die du jemals bekommen hast. Aber der Gedanke zählt. Das sollte einfach nur heißen, dass er cool ist. Die Oma wollte einfach nur mit der Zeit gehen. Oh, das ist so süß. Meine Oma sagte, ich könnte ihren alten TV haben, sodass ich endlich mal einige Videospiele drauf spielen kann. Ach du Scheiße, das ist ja wohl der älteste Film. Den du bekommen kannst. Ich meine, sehr süß von der Oma, sehr aufmerksam, aber bezweifle, dass er auf diesem alten Fernseher noch irgendein modernes Spiel spielen kann. Aus welchem Jahr ist das? Der ist bestimmt noch nicht mal farbig. Das ist bestimmt noch schwarz-weiß, Mann. Wow, wow, jetzt haltet euch fest, Leute. Wolltet ihr schon immer mal Yeezys haben, dann wünscht die euch unbedingt von eurer Oma, weil sie wird euch die heftigsten Yeezys stricken. Oh, wie geil ist das einfach mal. Also nicht das, was du dir wünschst, weil sie wahrscheinlich nicht das Geld dazu hat, weil wir hatten einfach mal so viel Geld übrig für solche Yeezys. Aber das sind die heftigsten Hausschuhe. Wie geil sind einfach mal diese Yeezy-Hausschuhe. Ich hätte die auch so gerne. Das ist das coolste Weihnachtsgeschenk von der Oma. Gestrickte Yeezys. Will jeder haben, der gerne Sneaker mag. Ich habe meiner Oma gesagt, dass ich total auf Zocken stehe. Und das war mein Weihnachtsgeschenk. Danke, Oma. Warum nicht? Also, sie hat wenigstens dran gedacht. Sie war sehr aufmerksam. Ich habe meiner Oma kurz und vorsichtig mitgeteilt, dass ich ein bisschen Geldprobleme habe. Also hat sie mir 8 Dollar geschickt. Aber ich muss dazu sagen, er sollte froh sein, überhaupt das bekommen zu haben, weil vielleicht hat sie einfach nicht mehr. Was ist, wenn die Oma nicht viel Rente hat und kaum Geld hat? Dann ist das verdammt viel wert für sie. Meine Oma hat das für die Babyparty von meinem Bruder gemacht. Sie ist so cool. Und sie hat da so ein... Oh mein Gott. Wie cool ist diese Oma drauf? Ich glaube, damit hat niemand gerechnet und rechnet auch niemand generell, wenn sie zu einer Babyparty kommt mit so einem Kuchen. Aber auch schon ein bisschen komisch irgendwie, das von der Oma zu bekommen. Meine Oma hat mir all ihre benutzten Seifen geschenkt. Was willst du damit? Was willst du mit diesen ganzen benutzten Seifen? Ich meine, für sie scheint es auch nur Abfall zu sein. Was willst du denn damit? Hä? Ihre Oma hat ihr das als Geschenk geschenkt. Ja. Oma, was willst du damit aussagen? Wusste die Oma überhaupt, was diese Hirsche da auf ihrem Pullover machen? Ich hoffe nicht. Ansonsten wäre es leicht verstörend. Ich werde 29 und meine Oma schenkt mir immer noch diese Karten. Wum, wum, und dann ist da so ein... So eine richtige Kindergeburtstagskarte. Ja, 29 kann man sich das noch geben, ne? Aber ich glaube, die Oma möchte nicht so ganz ihren kleinen Enkel verlieren. Ich glaube, so böse ist das gar nicht gemeint. Das ist doch eigentlich voll süß. Meine Oma hat mir 10 Dosen von Thunfisch geschenkt zu Weihnachten. Wie kommt man darauf, Thunfisch zu schenken? Wir brauchten Thunfisch, auch noch 10 Dosen. Kann mir mal jemand erklären, wer jemanden Thunfisch zu Weihnachten schenkt? Meine Oma hat mir das zu meinem 12. Geburtstag geschenkt. Wo hat die Oma sowas her? Warum sowas auch noch zum 12. Geburtstag? Also zum 18. vielleicht so als lustiges Geschenk, aber zum 12. Oh mein Gott. Ich glaube, die Oma weiß nicht so ganz, was sie da ihm geschenkt hat. Oder weiß sie das? Dann würde es mir so leicht Angst machen. Oder auch so, wenn Oma dir den heftigsten Kaffeebecher
ever schenkt und dich einfach mal aus einer Kloschüssel trinken lässt. So, so lieb von der Oma. Wenn Oma sowas einem Elfjährigen schenkt. Oh, die arme Oma, wie unangenehm muss das sein? Das ist kein McDonald's-M, Leute. Und das ist so fies. Die arme Oma, die hat das bestimmt nicht mit Absicht gekauft. Das ist ja mal sowas von Fail. Wenn Oma dir Geld schenkt, aber doch so, ganzen Dollar in dem Fotoalbum. Wie krass ist das? Du denkst wahrscheinlich, du kriegst ein Fotoalbum geschenkt und dann sind da einfach mal die ganzen Geldscheine drin. Alte Schwede, vor allem das sind 20-Dollar-Scheine, das ist ja echt viel. Aber die Oma hat sich das richtig krass überlegt. Also sie ist heftig drauf, das in ein Fotoalbum zu machen, womit man überhaupt nicht rechnet. So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr am heftigsten fandet oder am lustigsten fandet. Und hat eure Oma oder Opa euch auch schon mal so was richtig Lustiges geschenkt? Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!